Piazza. Ich bin groß, wa? Er macht mich mal ein bisschen kleiner wieder. So reicht das? So? Die Größe ist okay, ne? Wollen wir nicht übertreiben. Kann es losgehen? Also auch die Sammelsachen. Ich habe schon, also manche Sachen kriegst du erst später, weil es ja noch hier ein anderes, es gibt ja noch ein anderes Gebiet, was man aber erst lernen muss, dahin zu fliegen. Na, auf dem Fliegevieh natürlich schwierig zu kämpfen. Also es geht schon. Eigentlich erstaunlich gut, ne? Ja. Na dann, los geht's. So. Da ist es mal richtig losgegangen. Haben sie gezeigt, was sie können? Nix. Sehr gut. Knöchelschutz. Mhm. Ich dachte, er läuft weiter. Viele Bestien hier. Wie sagt man so schön? Der Fehler sitzt ja meistens vorm Bildschirm. Ich sitze ja quasi hinterm Bildschirm. Deswegen kann ich ja schon mal. Ist ja schon mal nicht mein Problem. Also nicht meine. Ne? Allein von der Sache. Was bist du denn? Hallo? Ist hier noch einer unterwegs? Ne. Was war denn das kleine Vieh? Ah. Selbst diesen High-Level-Boys habe ich noch nicht gesehen, greifen mich nicht an, das finde ich ein bisschen doof. Stehen einfach nur rum. Bestellt und nicht abgeholt. Oh. War's das? Ja. Ist ja noch mehr. Lutz? Komm mal ran auf mir da, ja. Komm schon, die Mühe wird sich für dich lohnen. Hi, kann ich dir vielleicht helfen? Hey, zieh dir das rein. Unsere Navi-Freundin hat ein paar RDA-Typen entdeckt. Cool. Meinte, die hätten gegraben. Im Südosten. Ich dachte schon, ich hätte mich verhört. Aber nee, klingt verdächtig. Sie meinte, es sei nichts. Gut, vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Aber was, wenn nicht? Stimmt das? RDA-Leute vergraben heimlich gefährliche Dinge? Ja, ich habe es gesehen. Schon oft. Himmelsmenschen tun merkwürdige Dinge. Das ist neu, aber kaum besorgniserregend. Wo haben die Himmelsmenschen gegraben? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war an einem gewundenen Fluss mit schwebenden Bergen. Mehr weiß ich nicht. Wow. Das reicht, um den Ort zu finden. Ich kann mich dort umsehen. Das wäre wirklich sehr lieb von dir. Also besser als meine Beschreibung. Ich hätte gesagt, in der Erde. Aber gut. Schwebende Berge.
Gewundener Fluss. Das Ordi. Da ist es. Muss hier sein. Das Dschungelcamp. Guck mal wieder dein Ding raus. Was habt ihr Schweinebäckchen hier gemacht? Ich finde das raus. Okay, spiel die ab. Es macht keinen Unterschied, ob wir 10 oder 10.000 Blaue töten. Mhm. Wir stecken in der Patsche. Na doch. Deshalb 9.990 ist der Unterschied. Sachen. Je länger die Schlacht, desto wertvoller werden die. Mhm. Das steht uns zu. Wenn du das hörst, gehörst du zum, sagen wir mal, inneren Zirkel. Oh, ich bin im inneren Zirkel. Vergiss nicht, auch anderen zu helfen. Okay, danke. Mensch, ging ja schnell. Ich habe auch immer noch nichts erreicht wegen Rea. Ey, das ist so, du rufst da an. Nee, geht halt keiner ran. Ich habe so nach halbe Stunde, Stunde mal so gesagt, naja gut, dann nicht. Da bist du ja. Kein Bock mehr. Was für irre Sachen haben die vergraben? Halt dich fest. Schokolade. Süßigkeiten der Menschen, oder? Alma hat davon gesprochen. Im Ernst jetzt? Kinderriegel, Schokobons, Kinder-Country, Duplo. Mann, Snickers, mir ist echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Alles dabei. Dann kann ich jetzt auch Schokoladenfinder zu meinen Errungenschaften zählen. Gleich nach Nikolaus Ostern ist der Feind, wie zum Beispiel gar nicht. Also das finde ich sehr ungemütlich und bei Silvester finde ich das ungezwungen, dass außerdem du... Außerdem kannst du jetzt Schokolade an alle verteilen. Sehr schöne Umschreibung für Zeitverschwender. Ja, ich muss halt sagen... Das stimmt schon. Aber Silvester ist halt auch... Also, als ich noch bei Freunden gewohnt hatte, in Brandenburg, da haben wir Silvester halt schon immer irgendwie was gemacht. Wir haben halt, keine Ahnung, so auf dem Innenhof, wir haben uns so, ich sag jetzt mal so eine Art Silvester-Show, mehr oder weniger Show, also das alles so angeordnet, in der richtigen Reihenfolge gezündet und sowas, ne? Einfach, das war dann eher für die Kinder. Aber mir persönlich ist es eigentlich auch Wumpe. Es ist halt immer, ja, also wenn du so alleine bist, sag ich mal, ist mir das scheißegal. Also, da juckt es mich halt nicht wirklich, ne? Aber ja, ich meine, da ist ja auch jeder anders. Jeder kann ja das so machen, wie er möchte, ne? Ich sehe ein starkes Band zwischen dir und Etu. Ja, wir haben viel zusammen durchgemacht. Der Tod verbindet uns alle. Vor allem, wenn man ihm gemeinsam... Ja, der ist halt iced out, der Boy, ne? Kann ich anders sagen. Etu braucht dich jetzt. Ist er okay? Ja, körperlich. Ich glaube, die wollen uns verheiraten. Seine Seele leidet. Seine ich spüre hier ganz komische Vibes. Ist unvergleichlich kummervoll. Etu lebt stets im Augenblick. Nun muss er innehalten und Verantwortung übernehmen. Das mag er nicht. Kann ich ihm helfen? Er hat mir geholfen. Ich will mich gern revanchieren. Nur Etu weiß, wie er sich von Sommei verabschieden kann. Deine neue Ikran-Bindung zeigt ihm vielleicht, dass es Zeit ist, loszulassen. Ihr könntet es gemeinsam tun. Das wäre mir eine Ehre. Nee, wir tun hier gar nichts gemeinsam. Die Jäger wispern, Etu verbringt viel Zeit an dem Ort, an dem Somi starb. Dort findest du ihn wahrscheinlich. Naja. Ich weiß gar nicht, ob die zu groß ist. Naja, die Kleider wird schon passen. Der Navi sind erste Klasse. Mhm. Na. Elanai. Was führt dich her? Ich suche nach dir. Keine Ahnung. Gaia meinte, du bist hier. Da hat einer gesagt, wir sollen es zusammen machen. Einsamkeit bringt mir dieser Ort Schmerzen und Linderung. Gibt es einen Ort mit schöneren Erinnerungen an Sommei? Nach der Jagd rasteten wir stets am Aussichtspunkt der Jäger. Sommei streckte sich und wollte Leckereien. Der Blick von dort, Elanai. Oh... Zeig ihn mir.
Wir können uns von ihr verabschieden. Ich weiß, was du da versuchst. Nun gut. Ich akzeptiere dich als Begleiterin auf meiner letzten Reise für Somme. Du bist mir immer einen Schritt voraus, Eto. Wofür hast du dich entschieden? Ich denke nur daran, wie feiere ich ihr Leben und ehre ihren Tod. Ich habe eine Idee. Schicksalsfrüchte sind scharf und stark wie Somme. Bring mir welche. Ich will die Samen verwenden. Ich werde mich vorbereiten und dich ganz am Aussichtspunkt treffen. Ich will irgendwelche Samen haben. Wasserfälle und an den Bögen vorbei. Folge dem Fluss bis zur Steinsäule. Wo gibt es Schicksalsfrüchte? Die Frucht hängt unter den großen Blättern, die deinen Feind dämpfen. Habe ich nicht eine dabei? Spring und sammle sie auf dem Weg nach unten. Klingt nicht so einfach. Ich glaube an dich, Elanai. Du bist schon unter schlimmeren Umständen gesprungen. Was heißt das? Was ist das für ein Wort? Also da sehe ich ja schwarz. Weil ich bin jetzt genau hier. Funktioniert nicht. Doch, ich habe eine. Ausgezeichnete Qualität, na klar. Wie ich gesagt habe, es ist ganz einfach eigentlich. Und kaputt machen bin ich gut. Hey. Meine Freundin. Mein Herz ist schwer, aber du bringst mir Freude. Alles für dich und Somme. Hier sind die Früchte, die du wolltest. Ich nehme die Samen. Sie symbolisieren neues Leben für den Beginn deiner Reise und das Ende meiner Reise mit Somme. Aber mir fehlen die Worte. Lass dein Herz sprechen. Bin im Suchgebiet, okay. Ich gucke jetzt einfach zu, was er da macht. Schnell nochmal was klauen. Diese Samen stehen für neues Leben und neue Bindungen. Die Sonne wird sie wärmen, der Regen nähren. Mögen sie so stark sein wie unser Band, Somme. Deine Stille wird stets in meinem Herzen wohnen, Somme. Ein überstürzter Geist kann leichtsinnig sein. Vergib mir. Flieg mit Awa. Das war's. Okay. Ja, gut. Ich dachte, das geht jetzt hier eine Stunde oder so. Naja. So. Kratsch, ist er nicht da? Ich bin froh, dass wir Somme gemeinsam gedenken konnten. Mein Herz ist leichter, aber die Reise ist lang. Irgendwann werde ich mich vielleicht erneut binden und mit dir fliegen. Auch nicht. Man weiß denn. Ich habe noch nie solches. Wo bist du? Also da sind welche. Sind das dann Flugangriffe, wenn ich die einfach kaputt mache? Ich bin mir nicht sicher, ne? Ist auch schön, dass er noch gerichtet hat. Never abgehauen. Die Durchführung eines Flugangriffs stellt. Nun, okay, wie geht dieser Flugangriff? Absolut gar keine Ahnung. Gibt es da eine Tastenkombination für? Wenn du auf deiner Ikran reitest, kannst du RDA Scorpions und RDA Samsons ausschalten, solange sie taumeln.
Befindest du dich in der Nähe eines taumelnden Ziels, kannst du es anvisieren und E drücken. Wie bringe ich die zum Taumeln? So, mal von hinten vielleicht an die Rand zu fliegen? Ist es das? Ist das so das Taumeln der Neuzeit? Ich weiß es nicht. Wie sehen die mich eigentlich von hinten? Das macht gar keinen Sinn. Also das geht schon mal nicht. Ich habe eh gedrückt. Na gut. Ach, der andere ist da. Boah, Rakete oder was? Hier, kriegst du Feinde nicht, was du sagst. Tschüss. Hab ich Quetschmoos? Wie gesagt, wir brauchen Quetschmoos. Und den Quetschmoos, ne? Ich gucke jetzt erstmal, ob ich Quetschmoos habe. Ja, wenn das über die bestimmte Zeit ging, die dann akzeptiert wird, dann ist natürlich scheiße, gell? Gelaufen. Ich habe Quetschmoos. Was braucht die denn für Quetschmoos? Das ist ja erstmal die Frage, die man sich stellen muss. Alter. Quetschmoos besser, ey. Geh mir doch nicht auf den Keks mit Quetschmoos besser. Gut, was gefordert wird, es wird ganz oft ein Gameplay-Trailer gefordert und man kriegt immer nur CGI. Lass es. Ein Ausrüstungsbeutel ist voll. Weg damit. Was ist da drinne? Das Kacke, das kann weg. Tschüss. Das kann auch weg. Ich brauche zwar Quetschmoos, aber ich brauche natürlich Top-Qualität. Ja, mit so einem Rotz geben die sich nicht zufrieden. Nicht gut genug. Nicht gut genug. Geh da hin und drück dir das ins Gesicht. Nicht gut genug. Ist auch nicht gut genug. Perfekt für Nedu. Oh mein Gott, danke schön. Perfekt für Nedu. Kriegt jetzt in die Fresse geworfen, ich bin ganz ehrlich. Das ist wie, als würde ich irgendwie, keine Ahnung, zu Kaufland gehen oder Edeka oder wo auch immer hin und sage, ich möchte das gerne haben. Und die sagen, ja, aber sie müssen uns erstmal das Schwein bringen, aber bitte in einer richtig guten Qualität, damit sie dann die Salami haben können. Wir brauchen Quetschmoos. Kannst du es beschaffen? Er hat gerade gesagt, das ist... Hä? Soll ich das denn einfach herstellen, oder? Soll ich jetzt einfach... Hä? Soll ich es einfach herstellen jetzt? Ich stelle es einfach her und ich hoffe, es ist richtig. Einfach das hier. Okay, herstellen. Wow, das ist spitze. Ich wusste, dass ich dir nichts beibringen kann. Warum? Du hast doch gerade gesagt, die meisten geben uns Gameplay. Ich habe gesagt, naja, die machen CGI, was wie Gameplay aussieht, aber gar kein Gameplay ist. Nur das Ganze ist richtig. Danke, David. Ich habe davon auch nichts mitbekommen. Ist scheiße für die Spieler, aber also ich bin ganz ehrlich, mich interessiert es jetzt nicht unbedingt. Für die ist es scheiße, die sich gekauft haben, ja. Ist das alles? Kannst du mir mehr beibringen? Du solltest lieber Nivika fragen. Ich bin schlecht darin. Aber ich denke mal, das war auch jetzt nicht... Aber zu. Keine Ahnung. Ich weiß, dass du mein Selbstvertrauen... Irgendwas, ein kleines Studio, ein kleines Spiel. Aber ich weiß es nicht. Nivika verschwendet nur deine Zeit. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Oder für irgendwas. Jojo.
Finde eine Möglichkeit. Okay. Verzeih, ich höre, du hast Schwierigkeiten mit Netu. Nicht, dass du meine Hilfe bräuchtest. Netu glaubt, sie könne niemandem etwas beibringen. Da liegt sie falsch. Sie erkennt meine Fehler bei der Arbeit immer sofort. Manchmal sogar, bevor ich anfange. Erst gestern hatte ich eine tolle Idee für ein Muster. Sie nannte gleich 15 Gründe, aber wenn die unerfolgreich waren, dass die Idee schrecklich war. Das ist schon klein. Kannst ich kenne ja auch das Studio nicht. Vielleicht kann ich spiele nicht das Studio nicht. Wecken. Oh. Aber wenn die alle unerfolgreich waren, scheint es ein scheiß Studio zu sein. Ich es dir beibringe? Also allein davon hätte man ja schon denken müssen, okay, das Spiel wird wahrscheinlich auch nicht gut. Alle sagen, sie können kochen, aber niemand macht es so wie ich. Vielleicht sollte ich auch jagen lernen. Das muss ich ihr beibringen, wie man das macht? Jetzt bin ich ja komplett. Ich mache jedes Mal den Fehler, eine Packung anzufangen und zu denken, ich könnte aufhören. Ja, das hast du bei Chips aber oft. Wenn du dir Chips holst, die richtig geil sind, hast du immer das Problem, du fängst an und denkst, ja komm, ich esse nur eine Handvoll. Oder du machst dir eine Schüssel. Dann ist gut. Aber in Wirklichkeit isst du die ganze Packung. Das Muster ist grauenvoll. Hat Daewoo es dir beigebracht? Daewoo unterrichtet mich gerne. Ich habe sonst niemanden. Daewoo, deine dummen Ideen. Die anderen Clans werden denken, seine Arbeit stünde für alle Aranae. Wir brauchen trockenes Himmelsfelsenmoos. Es wächst in der grenzenlosen Weite. Schwer zugänglich. Du musst dorthin fliegen. Ja, Lehrerin. Bitte, jetzt reicht's. So. Ich möchte nur helfen, so gut ich kann. Nee, überhaupt nicht. Du schickst mich einfach hier irgendwo hin und ich soll irgendwas machen, weil... Nevika wird das mögen, oder? Nur weil die keinen Bock hat, das zu machen, ganz ehrlich. Nicht frech. Toll, 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 toll. I like it, wenn dann die Jagdgesellschaft rausfällt. Das ist ja Spitzenklasse. Juckt hier so irgendwie gar keinen. So, da ist er. Holla. Du bist zurück. Yes, komm her. Ich komme. Ah, der Duft. Die süßen Ginglor-Blumen zaubern allen ein Lächeln ins Gesicht. Ja, ja, eine neue Königin wurde geboren. Cool. Dank dir ist dies nicht mehr das einzige Nest. Der Wald ist bereit für die Rückkehr der Ginglor. Doch sie brauchen Hilfe. Die neue Königin kennt nur den Heimatbaum. Ich möchte helfen, wenn sie mich lässt. Das wird sie. Stetes Herz sieht stete Flügel. Erinnerst du dich? Nee. Du musst sie nur in den Wald führen. Sie wird den Baum als ihr neues Zuhause wählen. Aber beobachte sie. Sie wird dir zeigen, wohin es geht. Meide Gefahren. Vor allem Wasser. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Die können nur fliegen. Andernfalls wird sie davonfliegen. Vielleicht sogar hierher zurück. Es sei denn, sie macht an einer Blüte Halt. Nee, ist immer noch da, warte. Okay, folgen die mir jetzt oder wie, was? Nee, bring die Königin auf. Okay. Meine Königin, es wird Zeit für ein neues Nest für euch. Also ich kenne das von so Nüssen, so Knickknacks-mäßig, ne? Fängst halt an, so ein paar, und dann ist die Tüte leer. Schwupps. Einfach weg. Da ist es. Der Baum hin, der ist jetzt da hinten am Arsch der Heide, oder was? Oh Gott. Stresslevel ganz hoch. Kann ich klettern? Nee, darf ja auch nicht klettern eigentlich, ne? Aber jetzt, den Stress müssen wir ganz kurz mal aushalten. Geht nicht anders. Ja, doch. Geht das da hoch? Ich hoffe. Na doch.
Wasser. Ja, gut, was soll ich jetzt tun? Ich muss durchs Wasser laufen. Ganz ruhig. Gefunden. Sind fast da. Ich will jetzt nicht springen. Nicht aufgeben. Durchhalten. Irgendwo wird eine Blume sein. Ja, wie komme ich da hin? Ich sehe schon kommen, die geht gleich wieder zurück, ne? Hab ich's jetzt? Ja. Aus wie König der Löwen, da kommen sie alle an. Läuft einfach wie auf einer 1650. Einfach richtig scheiße. Geschafft. Viel Freude im neuen Heim. Aber das war nur Teil 1.